Hey, schön dich zu sehen. Ich bin Martin und gemeinsam mit dir will ich herausfinden, wie man ganze Zahlen miteinander multiplizieren kann. Wenn du auch wissen willst, was zum Beispiel damit gemeint ist, wenn es im Winter draußen minus 4 Grad Celsius hat und die Wetterfrau sagt, Morgen hat es dreimal so viel Minusgrade. was wir in der Mathematik so aufschreiben würden, oder weil du einfach nur gern wissen würdest, wie man Rechnungen wie diese hier lösen kann, dann bist du hier genau richtig. In den vier Videos dieser Videoreihe werden wir uns der Frage widmen, was es bedeutet, zuerst zwei, dann mehrere ganze Zahlen miteinander zu multiplizieren. Dafür werden wir in dieser Einheit kurz auffrischen, was du hierfür bereits können solltest und wie man die Multiplikation auf der Zahlengerade veranschaulichen kann. Hol dir hierfür gleich mal einen Stift, Zettel und ein Lineal. Pausiere das Video inzwischen. Hast du alles? Spitze! Bevor wir mit dem Rechnen beginnen, lass uns nachsehen, ob du noch weißt, woraus eine Multiplikation besteht. Ich schreibe dir hier ein Beispiel für eine Multiplikation auf. Versuche doch mal selbstständig an diesem Beispiel alle Bestandteile mit den richtigen Fachwörtern zu benennen. Konntest du dich noch erinnern? Wir nennen die Zahlen, die auf der linken Seite stehen, Faktoren. Wir haben also den Faktor 10 und den Faktor 20. Nach dem Gleichheitszeichen folgt das Ergebnis. Dieses nennen wir Produkt. Hast du alles richtig gelöst? Spitze, gut gemacht. Wenn nicht, mach dir keine Sorgen, wir werden diese Begriffe in den Videos noch öfters verwenden. Dann kannst du dich sicher besser daran erinnern. Lass uns nun versuchen, die Multiplikation auf der Zahlengerade darzustellen. Sagen wir wollen die Zahl 2 vervierfachen. Dann schreiben wir das so auf. Zuerst markieren wir dann die Zahl 2. Das bedeutet, die Zahl hat diesen Abstand von der 0. Versuche nun mal selbst herauszufinden, wie es weitergehen könnte. Wenn wir 2 mit 4 multiplizieren, heißt das ja nichts anderes als den Abstand von 0 zu 2 viermal in die positive Richtung hintereinander anzulegen. Einmal liegt er schon da. Jetzt müssen wir nur noch ein zweites Mal, drittes Mal und ein viertes Mal anfügen. Wir landen also bei einer Zahl, die den Abstand 8 von der 0 hat. Und das ist auch schon unser Ergebnis. Hast du das auch so eingezeichnet? Super, sehr gut. Wenn nicht, ist das nicht schlimm. Am Ende des Videos wirst du noch die Möglichkeit haben, das zu üben. Wenn wir nun zwei ganze Zahlen miteinander multiplizieren, machen wir dabei eigentlich nichts anderes. Der einzige Unterschied, der zur Multiplikation natürlicher Zahlen besteht, ist, dass das Produkt auch eine negative Zahl sein kann. Denn wenn wir eine negative Zahl vervielfachen, können wir auf der Zahlengerade im negativen Bereich landen. Deshalb müssen wir beim Rechnen einen zusätzlichen Schritt einbauen. Und zwar müssen wir schon vor dem Rechnen überprüfen, ob unser Produkt auf der Zahlengerade im negativen oder im positiven Bereich liegen wird. Das heißt, wir müssen herausfinden, welches Vorzeichen es haben wird. Ist dieses Vorzeichen einmal bestimmt, schreiben wir es gleich auf. Dann können wir den Zahlenwert wie bisher ganz normal berechnen. Schreib dir diese Vorgehensweise gleich auf deinen Zettel. Aber wie genau bestimmt man nun das Vorzeichen des Produktes? Das kannst du dir bis zum nächsten Video versuchen selbst zu überlegen. Ich gebe dir hierfür aber eine Aufgabe mit. Was ist das Ergebnis der Rechnung 3 mal minus 4? Um das herauszufinden, zeichne mal eine Zahlengerade auf. Dann markiere darauf die Zahl minus 4. Nun musst du den Abstand zu 0 auf der Zahlengerade nur noch dreimal hintereinander in die negative Richtung anfügen, um das Ergebnis zu erhalten. Das kannst du dann einfach ablesen. Ob du richtig gerechnet hast, erfährst du dann im nächsten Video.
Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen und Rechnen.